Hallo Pilzfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch, wie wir Austernseitlinge zum Fruchten bringen. Zu den Seitlingen bzw. zur Seitlingsfamilie gehören zum einen die Zitronenseitlinge, die Austernseitlinge und auch die Rosenseitlinge. Die Rosenseitlinge sind schön rosa, wie der Name schon vermuten lässt, und die Zitronenseitlinge haben eher einen Gelbstich. Hier auf dem Tisch seht ihr ein Beispiel von unseren Austernseitlingen. Wenn ihr unseren Pilzblock gekauft habt, dann kommt er so bei euch an. In der Anleitung ist auch nochmal alles beschrieben, wie ihr ihn anschneiden müsst. Ich zeige euch heute die einfachste Variante, wie ihr die Pilze zu Hause wachsen lassen könnt, weil nicht jeder zu Hause ein Pilzzelt extra gekauft hat oder ein Zimmergewächshaus. Und so geht's. Ihr könnt ein Skalpell nehmen, wenn ihr sowas zu Hause habt, oder einfach ein sauberes, scharfes Küchenmesser. Zuerst schaut ihr euch den Block einmal an. Wenn wir den umdrehen, sehen wir zum einen wachsen oben schon Fruchtansätze. Da ist jeder dann gleich versucht, oben aufzuschneiden, weil man denkt, die wachsen dann wunderschön, richtig toll raus. Bitte nicht machen, wirklich zulassen oben. Sucht euch eine Stelle, wo keine Fruchtansätze sind. Hier sehen wir auch schon wieder Fruchtansätze. Wenn wir hier aufschneiden, dann wird der Pilz einfach nicht mehr schön rauswachsen. Das heißt, wir können entweder hier mit schön viel Abstand reinschneiden oder wir machen es jetzt einfach auf der Vorderseite. Das stört gar nichts. Nehmen das Skalpell oder wie gesagt saubere Küchenmesser und schneiden ca. 3 cm lange Schnitte. Und dann ein X rein. So kommt schön viel Sauerstoff dann eben an den Pilzblock und regt ihn zum Fruchten an. Der Pilz braucht zum einen viel Sauerstoff, aber auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn ihr jetzt kein Zimmergewächshaus oder Pilzzelt zu Hause habt, ist es überhaupt kein Problem. Ihr könnt den Pilz entweder im Bad hinstellen, in der Küche, im Keller. Und dann nehmt ihr einfach eine herkömmliche Plastiktüte. Die muss nicht extrem groß sein, aber auch nicht zu klein natürlich. Zum einen schneiden wir hier die Griffe ab. Dann passt die Tüte auch schon drüber, zum locker drüber stülpen. Wenn aber irgendwann der Pilz größer wird, dann haben wir Schwierigkeiten, das drüber zu machen und könnte sein, dass was abbricht. Also schneiden wir gleich einfach ein bisschen was ein und haben dann mehr Handlungsspielraum. Der Pilz braucht natürlich zum Wachsen auch Sauerstoff. Bitte achtet darauf, dass die Tüte nur locker drüber liegt und damit ihr Sauerstoffzufuhr auch gewährleistet ist, schneiden wir noch ein paar Löcher rein. Einfach an mehreren Stellen, wenn ihr merkt, es ist zu wenig, dann schneidet ihr doch nochmal welche rein, ist kein Problem. Wichtig ist auch, dass ihr ab und zu mal lüftet, das heißt die Tüte komplett runternehmt und dann wieder drüber macht, einfach ganz locker. Wir haben ja noch von Feuchtigkeit gesprochen, deswegen haben wir ja das Ganze mit der Tüte auch gemacht. Dann nehmt ihr einfach so einen Pflanzensprüher oder eine Sprühflasche. Kann auch nur so ein 100 ml Sprühfläschchen sein, von Kosmetik oder sowas. Das ist völlig egal. Hauptsache, es ist Wasser drin. Und dann sprüht ihr mehrmals am Tag einfach in die Tüte rein. Also so. Und am Anfang auch auf den Pilz. Wenn sich schon Fruchtansätze bilden, dann bitte nicht mehr direkt auf den Pilz, sondern nur noch in die Tüte, dass dort die Feuchtigkeit einfach da ist. Wenn ihr den Pilzblock angeschnitten habt, dann bilden sich im Normalfall nach wenigen Tagen hier schon Fruchtansätze. Bitte wundert euch nicht und gebt dem Pilz auch Zeit, falls es mal bis zu einer Woche dauern kann. Also manche Blöcke haben wir jetzt schon die Erfahrung gemacht, die brauchen einfach ein bisschen länger und bei manchen, da kommt es schon nach 2 bis 3 Tagen was, wo man sehen kann, da wächst der Pilz raus. So kann das dann aussehen.
In dem Fall haben wir an zwei Stellen angeschnitten. Wenn ihr das macht, dass ihr an zwei Stellen anschneidet, dann bleiben die Pilze natürlich kleiner, weil mehr Pilze wachsen. Wenn ihr nur an einer Stelle anschneidet, dann sind die Pilze größer. Das heißt, bitte denkt immer dran, je mehr ihr schneidet, desto kleiner bleiben die Pilze und je früher müsst ihr sie dann auch ernten. Wenn ihr zu lange wartet, dann fallen sie wieder in sich zusammen und sind dann einfach nicht mehr genießbar und dann war es einfach zu spät. Auch wenn sich oben schon Fruchtansätze bilden, bitte lasst die Tüte zu, nicht oben aufschneiden. Das heißt Austernseitling oder Rosen, Zitronenseitling, weil sie aus der Seite rauswachsen wollen. Wenn ihr oben aufschneidet, bilden sich viel zu viele kleine Pilze, die es dann überhaupt nicht lohnt zu ernten. Nach weiteren Tagen kann dann der Pilzblock so aussehen. Hier sind auch zwei Schnitte in der Tüte gemacht worden, einfach auch als Experiment. Es bleibt natürlich jedem selber überlassen, aber wie gesagt, ein Einschnitt ist dann immer noch am sinnvollsten. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr das mit der Tüte machen könnt. Bitte immer aufpassen, dass dann keine Pilze abbrechen. In dem Pilzstadium dauert es noch ungefähr 1 bis 2 Tage, bis der Pilz erntereif ist. Ungefähr diese Größe wird der Pilz dann erreicht haben. Der richtige Erntezeitpunkt, den seht ihr dann, wenn die Hutränder noch ein bisschen eingerollt sind. Je älter der Pilz wird, desto mehr falten sich die Ränder auf und dann ist einfach Zeit, die Pilze zu ernten. Spätestens dann, wenn auf der Unterlage weißes Spornpulver zu sehen ist, ist allerhöchste Zeit, die Pilze zu ernten, denn sonst büßen sie in ihrer Qualität ein. Wenn der Pilz jetzt erntereif ist, dann nehmt ihr das komplette Büschel Pilze und dreht es einfach in eine Richtung ab, komplett vom Block. Dabei reißt ihr zwar ein Stück vom Block mit raus, das wächst dann aber wieder zu und dann habt ihr die Möglichkeit, entweder diese Öffnung einfach so zu lassen. Und in ein paar Tagen, also wieder die Tüte drüber, wieder schön feucht halten und ein paar Tage später oder einige Zeit, je nach Pilzblock, wie er drauf ist, bilden sich dann eben neue Pilze und die wachsen wieder von vorne raus. Ihr könnt je nach Pilzblock, je nachdem wie viel Energie, wie viel Pilz ihr schon abgeerntet habt, 2 bis 3 Mal abernten. Manche haben das Glück, dass sie sogar 4 Mal abernten können. Wenn ihr lieber wollt, dass es aus einer anderen Stelle wieder rauswächst, nehmt ihr Klebeband, klebt die Stelle zu, dreht den Pilzblock vielleicht um und schneidet an der neuen Stelle einfach wieder was ein. Tüte drüber, feucht halten, schauen, dass immer viel Sauerstoff dazu kommt. Und dann könnt ihr eure Pilze ernten und in der Pfanne vielleicht anbraten oder ganz leckere Pilzgerichte machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns einen Daumen hoch da. Aktiviert die Glocke, dass ihr keine Videos mehr von uns verpasst und abonniert natürlich unseren Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!